Ich nenne noch mal die drei Komplexe, die ich mir da vorgestellt habe. Das wäre einmal Sprachenlernen und Spracherwerb. Dann die Frage, was ist guter Englischunterricht? Da müssten Sie eigentlich alle was zu sagen oder was zu fragen haben. Und wie gelingt Kontinuität? Mein Name ist Hans Biebermeier. Ich bin nicht ganz unbekannt in diesem Sektor und war nicht ganz unbeteiligt an der Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule in Nordrhein-Westfalen. Der eine oder andere sagt es auch was. Meine Frage und damit auch Anmerkung ist, unter dem ersten Topic, Frau Kloppenburg, warum verwenden wir seit Ende der 60er Jahre, und so lange habe ich mitgearbeitet, weiterhin den verführerischen, in vielerlei Hinsicht verführerischen programmatischen Begriff Frühbeginn, frühes Fremdsprachenlernen. Ich kann jetzt alle angucken. Ich glaube auch, Herr Böttger hat ihn verwandt, Herr Kessler hat ihn verwandt, also ohne jetzt alle namentlich zu nennen. Meine Frage ist, warum Forschung, Spracherwerb und Lehre weiterhin auf diesem längst überholten, in vielerlei Hinsicht überholten Begriff rumreiten, um es salopp auszudrücken, und dadurch auch immer wieder veraltete Vorstellungen hochholen, und die, mit denen wir letztlich dann als Stolpersteine oder Voreingenommenheiten zu kämpfen haben. Herr Biebermeier, dann antworte ich zuerst drauf. Der ist wirklich tatsächlich ein bisschen misleading, der Begriff. Ich denke, der entspricht der Vorstellung, dass das einfach früh in den Schullernjahren sozusagen angesiedelt wird. Für mich ist er natürlich auch nicht früh genug angesiedelt. Wir müssten praktisch in das Kindergartenalter reingehen, dann hätten wir wirklich frühes Fremdsprachenlernen. Und ein bisschen ist da in dem Begriff wohl auch die Hoffnung das Prinzip. Aber warum der sich so verfestigt hat, ich denke, das ist eher so auch wie mit Übergang und Übertritt zu sehen, aber er geht von falschen Voraussetzungen aus. Das ist wirklich so. Frühes Fremdsprachenlernen wäre jetzt gleichzusetzen praktisch mit bilingualer Erziehung, meines Erachtens. Herr Biebermeier, ich sehe das ganz genauso. Deswegen hatte ich auch gesagt, wir brauchen gemeinsames Verständnis der Lehrkräfte im Grunde genommen für einen gemeinsamen Fremdsprachenunterricht. Man spricht ja auch nicht vom frühen Deutsch- oder Mathematikunterricht. Das ist einfach widersinnig. Ich denke aber, dass der Begriff Frühbeginn doch langsam im Aussterben ist, zumindest was die Grundschule anbetrifft. Also man hört doch mehr und mehr den Begriff Englisch an der Grundschule jetzt, nicht? Um ihn von dem frühen Englischunterricht dann abzugrenzen oder dem frühen Englischlernen abzugrenzen. Im angloamerikanischen Sprachraum haben wir ja auch den Begriff Early English und wir meinen damit eben das Englisch vor der Grundschule, nicht? Jetzt will ich auch noch gefragt oder fühle mich noch genötigt, was dazu zu sagen. Ich denke, wir müssen in dieser wissenschaftlichen Diskussion immer natürlich ganz klar sagen, was wir mit unseren Begriffen meinen. Also wir können jetzt weitergehen und sagen, was ist Spracherwerb, was ist Sprache lernen. Die einen sagen, das eine ist institutionalisiert, das andere ist in der Schule. Ich glaube, diese Diskussion lenkt aber ein bisschen davon ab, dass wir uns eher um die Inhalte kümmern müssen. Also das heißt, die Frage, soll es Begegnung mit Sprache sein, soll es ergebnisorientiert sein? Also das heißt, die Konzepte, die wir jetzt im schulischen Fremdsprachenerwerb zugrunde legen, die sind, glaube ich, wichtiger als die Diskussion, ist das jetzt ab der Grundschule frühes Fremdsprachenlernen, ist es im Kindergarten frühes Fremdsprachenlernen, wenn man mal guckt, in vielen Regionen Nordrhein-Westfalens und auch anderswo in Deutschland, da ist das frühe Fremdsprachenlernen im Prinzip ab Geburt da, weil so viele Kinder mit Migrationshintergrund sowieso schon eine zweite Fremdsprache gelernt oder eine zweite Sprache gelernt haben, bevor sie überhaupt irgendwo institutionalisiert lernen. Ich würde mich also da gar nicht so in diese halbspalterische Diskussion, ist das frühes Fremdsprachenlernen ab Klasse 1 oder ab wann beginnt das, hineingeben wollen. Mein Name ist Hase, ich komme vom Gymnasium hier in Hilden, in der Nähe von Düsseldorf, und ich würde gerne an Herrn Dr. Westkamp eine Frage stellen, und zwar haben Sie erwähnt, dass in der Grundschule der Sprachumsatz wichtig sei und weniger gespielt werden solle.
Für mich wäre da die Frage, wie ist ein authentischer Input in der Grundschule gesichert? Und die zweite Frage wäre, in der Sekundarstufe 1 erwähnten Sie die völlige Aufgabe der grammatischen Progression. Wie stellen Sie sich einen solchen Unterricht vor? Jetzt sind alle wach. Ja, also auch hier würde ich eigentlich nicht differenzieren wollen zwischen Grundschule und weiterführenden Schulen. Natürlich ist die Didaktik nuanciell eine andere, wie das in den anderen Fächern auch ist. Auch im Deutschunterricht gehe ich im Deutschunterricht der Grundschule etwas anders vor als im Deutschunterricht des Gymnasiums methodisch gesehen. Ich denke, dass wir mit dem weiterkommen, was jetzt momentan in der Fachdidaktik sehr stark als aufgabenbezogener Fremdsprachenunterricht diskutiert wird, dass die Schüler also Lernaufgaben erhalten. Und Lernaufgaben, das muss man sich so vorstellen, dass die Schüler eine relativ komplexe Aufgabe erhalten, die in etwa ihrem sprachlichen Leistungsniveau entspricht. Innerhalb dieser Aufgabe sind Differenzierungsmöglichkeiten enthalten. Ich will mal ein Beispiel sagen für die Sekundarstufe 1 und dann vielleicht auch mal eine für die Grundschule. Also eine Aufgabe für die Sekundarstufe 1, sage ich mal 9. Schuljahr Gymnasium, wäre, die Schüler sollen sich inhaltlich mit dem World Water Day beschäftigen. Das Globalthema ist Umweltschutz, Nachhaltigkeit. Und die erhalten die Aufgabe, sich hineinzuversetzen. Sie seien Mitglied einer britischen Organisation, Waterwise. Die gibt es tatsächlich. Und ihre jeweilige Schule, in meinem Fall die Theodor-Heuss-Schule, hat angefragt, ob nicht Waterwise zum World Water Day einen Vortrag halten kann. Dann schreiben die diesen Vortrag. Ich will es jetzt nicht so ganz detailliert machen. Mit mehreren Phasen der Revision. Das sind dann die Momente, wo die Lehrkraft differenzierend einwirkt, indem sie nämlich die Schülerinnen und Schüler besonders unterstützt, die das jetzt brauchen, und die anderen Schüler halt alleine lässt. Es gibt mittendrin einen Fokus auf die Form, dahingehend, dass man jetzt zum Beispiel das, was die Schüler geschrieben haben, nutzt, um es zu erweitern, um das sprachliche Repertoire aus grammatischer Sicht zu erweitern. Das kann man machen, indem man ein Sprachspiel einführt. Die kriegen also einen relativ einfachen Satz, den sie selber geschrieben haben. Das macht man dann eben mit der Großgruppe, damit sie so ein Modell entwickeln. Und kriegen die Aufgabe so, jetzt verändert den Satz mal, indem ihr einen Nebensatz dazu fügt, indem ihr den Satz mit einem Adjektiv, mit einem Adverb beginnen lässt, indem ihr ein Sentence-Adjunct hinzufügt, indem ihr den Satz mit einer Partizipialkonstruktion beginnen lässt und so weiter und so fort. Und dann kriegen die Schüler im nächsten Schritt den Auftrag, so jetzt geht ihr wieder zu eurer Rede zurück und überarbeitet die mal und guckt mal, wie ihr eure Sätze präzisieren und interessanter machen könnt, mithilfe der Methode, die ihr kennengelernt habt. Damit gehen die Schüler sehr unterschiedlich um. Die sprachlich sehr weit sind, werden das sehr intensiv machen, die anderen werden das nicht so intensiv machen. Und dann kann man sich als Lehrkraft mit den unterschiedlichen Gruppen zusammensetzen, sich die Rede vorlegen lassen und diskutiert mit ihnen. Was könnte man überarbeiten? Das kann man auch in Peer Groups machen, diese Überarbeitungsphase, so als Writing Conference. Das ist eine relativ komplexe Aufgabe, die eine ganze Menge bewirkt. Die enthält einen Arbeitsplan, den können Sie den Schülern sogar vorgeben, letztlich wie in der Uni, Sie haben Sitzung 1 am 23.03., da erwarte ich von euch das, das und das. Ne? Das wird mit den Schülern besprochen und dann führen die diesen Arbeitsplan durch. Das ist 9. Klasse, da ist es schon relativ komplex. In der Grundschule sieht so eine Aufgabe viel einfacher aus. Ihr habt eine Geschichte gehört, lautet da zum Beispiel die Aufgabe. Ihr erhaltet zu dieser Geschichte kleine Textschnipsel. Die sind unsortiert, die findet ihr in einem Umschlag. Sortiert diese Textschnipsel und lest euch die Geschichte gegenseitig vor. Das ist eine Aufgabe, die wir in Baden-Württemberg in der Klasse 3 mit recht großem Erfolg ausprobiert haben. Zu einer solchen Aufgabe gehört immer eine Evaluationsphase, die kann offen sein. Bei dem Schreibprojekt etwa, was habt ihr gelernt, was müssen wir ändern, was müsst ihr ändern, was war gut, was war schlecht. Die kann auch relativ geschlossen sein, indem ich beispielsweise genaue Kriterien vorgebe, wann so eine Rede gut ist.
Bei den Grundschülern ist sozusagen die Erledigung der Aufgabe ja schon angelegt. Wenn ich eine vernünftige Geschichte zusammengelegt habe, weiß ich gleich, die ist in Ordnung. Und aus solchen Aufgaben, die letztlich immer bestimmte Kompetenzen fördern oder fordern oder entwickeln, kann ich ein Curriculum bauen. Das heißt, ich kann diese Aufgaben immer komplexer werden lassen. Dazu muss ich mir überlegen, wie kann ich Schreibaufgaben entwickeln, wie kann ich Leseaufgaben entwickeln, wie kann ich integrative Aufgaben entwickeln, wie kann ich die sprachliche Komplexität steuern. Also ich beginne zum Beispiel bei einer Schreibaufgabe, um nochmal dabei zu bleiben, mit ganz einfachen persönlichen Postkarten oder kleinen E-Mails und steigere das dann immer mehr von der Grundschule bis zur Sekundarstufe 2, wo ich dann zu komplexen Formaten komme, wie öffentliche Reden zu halten. Das ist meine Vorstellung von Fremdsprachenunterricht, der sich durchzieht von der Grundschule bis zur S2, auch bis zur Universität. Zum selben Thema, Herr Professor Kessler, nochmal. Die Frage ist eine sehr wichtige Frage, was ist mit der grammatischen Progression in der Sekundarstufe und soll man die abschaffen? Aber natürlich möchte ich keine Frage mit einer Gegenfrage beantworten, aber ich denke, wir müssen uns erstmal die Frage stellen, was ist denn überhaupt grammatische Progression? Ist es das, was das Lehrwerk vorgibt, in dem Unit 1 irgendwelche bestimmten Strukturen einführt und Unit 2 und so weiter? Und wie kommt diese Progression zustande? Das heißt, wenn man sich überlegt, gerade wieder dieses Kontinuum zwischen Primarstufe und Sekundarstufe, in der Primarstufe gibt es das Prinzip des Storytellings. Die Kinder, die kennen schon zumindest rezeptiv die Vergangenheit, dieses Past ED. Dann gehen die Kinder in die Sekundarstufe und die Lehrwerksprogression sagt, Past ist ganz schwierig, da muss man erstmal ein Jahr Englisch machen, in die Sommerferien fahren und nach den Sommerferien darf man zurückkommen und die Lektion 1 von Band 6 oder von Band 2 für die 6. Klasse kann man dann sagen, what did you do in your holidays? Das heißt, ist das die grammatische Progression oder ist das eine anwendungsbezogene Progression? Ich will diese Frage nicht ins Lächerliche ziehen, die ist wirklich ganz, ganz wichtig. Nur, wer sagt denn, dass die Progression, die wir derzeit haben, der Progression entspricht, wie sie das Fremdsprachenlernen überhaupt ermöglicht? Ich hatte vorhin diese Figur von dem Himmelsstürmer in Kassel gesagt, das geht so, diese Interlanguage-Entwicklung von Initial State zum Target-like und da gibt es dann eben alle möglichen verschiedenen Zwischenstufen. Und wenn man an diese Stufen denkt, die wir kennen aus dem Spracherwerb, aus dem Fremdsprachenerwerb, dann wissen wir, dass zum Beispiel dieses Past-ED sehr leicht zu lernen oder zu erwerben wäre, dass das Third-Person-Singular-S allerdings sehr schwer zu erwerben ist. Gucken wir die grammatische Progression der Lehrwerke, dann lernt man ab dem 3. Monat in der 5. Klasse Simple Present, Non-Continuous, da muss ich Third-Person-Singular-S produzieren. Das geht gar nicht unbedingt. Aber Past muss ich noch ein Jahr warten. Also von daher, die Frage ist ganz, ganz wichtig und wir müssen uns alle, Wissenschaft, Verlage, gemeinsam überlegen, wie kommt diese Progression zustande und wie gehen wir damit um. Also von daher würde ich auch diese Forderung, die vorhin etwas plakativ von Herrn Westkamp kam, unterstützen und sagen, ein aufgabenbasierter Unterricht, dem ist diese Progression egal, nicht egal, was der Erwerbsfortschritt von einzelnen Lernern ist, aber diese Suggestion zu sagen, wir haben ein Lehrwerk, one size fits all, das funktioniert nicht. Haben Sie eine Frage dazu oder zu einem neuen Komplex? Nein, neuen Komplex. Dann würde ich vielleicht bitten, dass Sie sich erst kurz äußern. Vielen Dank, Herr Westkamp, bitte. Ich denke, es kommt darauf an, wie man damit umgeht. Nehmen wir den Lehrplan mal für ernst. Was wir bislang eigentlich nie so recht gemacht haben, glaube ich, denn wir hatten ja die Lehrwerke. Oder hat wirklich jemand von Ihnen da so richtig intensiv reingeguckt? Also ich habe das nie gemacht.
Aber nehmen wir mal an, wir würden den ernst nehmen. Dann stellt sich die Frage, wie gehe ich mit Grammatik um? Ich hatte ja schon angedeutet, dass auch ein expliziter Grammatikunterricht, also wo ich Regeln vermittle und so, den Spracherwerb durchaus beschleunigen kann. Nur, was man nicht machen darf, ist von den Schülern erwarten oder zu fordern, dass sie eine bestimmte grammatische Struktur in Echtzeit, also in gesprochener Sprache, sozusagen automatisiert produzieren. Das geht nicht, das können die nicht. Es sei denn, sie sind zufälligerweise gerade auf der richtigen Erwerbsstufe. Wenn ich jetzt hingegen sage, nehmen wir mal ein Beispiel, if-clause steht da drin und ich lasse die Schüler if-clauses erforschen, zum Beispiel, indem ich in Google if eingebe, dann habe ich Berge von if-Sätzen. Und dann können die loslegen und diese if-Sätze mal sortieren und können sich Gedanken darüber machen, was ist denn da eigentlich Besonderes dran? Und wenn ihnen diese if-Sätze dann irgendwann mal wieder begegnen, fällt ihnen vielleicht was dazu ein. Ne? So würde ich mit Grammatik umgehen und damit tragen Sie dem Lehrplan Rechnung, fördern den Spracherwerb der Schüler, ohne das zu erreichen, was Pienemann ja mal geschildert hat mit dem Third Person Singular S, Sie hatten es gerade erwähnt, und was auch Frau Diehl im Deutschen, in dieser Genfer Studie gezeigt hat. Wenn Sie eine Struktur, zu der die Schüler nicht bereit sind, sie zu erwerben, wenn Sie die produzieren lassen, die Schüler dazu zwingen, sie zu produzieren, evozieren Sie Vermeidungsstrategien. Und dieses Third Person Singular S, das wissen wir alle, vermeiden die Schüler auch in der Oberstufe noch ganz gewaltig. Und es liegt einfach daran, weil wir die Schüler immer gezwungen haben. Und das ist nicht gut. Vielen Dank. Dazu Professor Wolf und anschließend Professor Wendt. Einfach nur noch eine zusätzliche Anmerkung. Ich habe das ja schon vor langen Jahren gesagt. Wie vermitteln wir Grammatik in der Schule? Ob es jetzt in der Grundschule oder in der weiterführenden Schule ist, mein Stichwort ist immer Sprachbewusstheit gewesen. Nicht? Das heißt also, Grammatik im Sinne einer lateinischen Schulgrammatik, und leider arbeiten wir ja in hohem Maße mit Kategorien der lateinischen Schulgrammatik immer noch, nicht? Mit Subjekten, Objekten, transitiven Sätzen, intransitiven Sätzen. Das ist ja genau das, was die Schüler nicht erkennen können in dieser neuen, in dieser fremden Sprache. Und deshalb ist ein ganz entscheidender Aspekt, ihnen zu zeigen, was an dieser Sprache systematisch ist. Und Herr Westkamp hat es gerade eben sehr schön gesagt, als er gesagt hat, wir benutzen Beispielsätze, wir lassen sie Ist-Sätze bilden. Wir haben mal gearbeitet vor längeren Jahren mit Konkordanzen. Wir haben ihnen aus Konkordanzen Listen gegeben von Sätzen, bei denen eben ein bestimmtes Wort immer identisch war, und sie gefragt, ja, wie ist denn das strukturell? Das können die Schüler ausdrücken, wenn sie diese verflixten Begriffe nicht gebrauchen müssen. Nicht? Also ich denke, Sprachbewusstheit ist der entscheidende Aspekt beim Grammatiklernen. Ganz kurz noch, ich bin jetzt seit 4 Jahren nicht mehr in der Situation, dass ich selber Englisch an Schulen unterrichten darf oder muss. Als ich noch in der Schule war, habe ich immer gedacht, also der Lehrplan heißt ja Lehrplan und Richtlinie, und wenn ich mich richtig erinnere, zumindest bis 2003, da sprach er auch von Kompetenzen und nicht von der Progression. Und ich würde Sie einfach ermutigen zu sagen, was ist die Kompetenz oder was sind die Kompetenzen, die Sie an den einzelnen Jahrgangsstufen Ihren Schülern beibringen sollen. Und dann kann man die Progression auch etwas an den Erwerb der Kompetenzen anpassen, glaube ich. Ich glaube, hier vorne war noch eine Frage zum Thema. Ja. Mein Name ist Irene Overlag, ich bin im Kompetenzteam Bottrop, seit 30 Jahren Englischlehrerin, vom Professor Wolf ausgebildet. Und ich wollte aber gar nicht zu Professor Wolf sagen, sondern zu Herrn Dr. Westkamp. Herr Dr. Westkamp, ich habe mir aufgeschrieben, Sie haben gesagt, die Kinder sollen in der Grundschule nicht zu viel spielen und nicht zu viel ausmalen. Nach 30 Jahren Englisch an der Hauptschule und jetzt an der Grundschule sage ich Ihnen, und bei 28 Stunden, die Englischkräfte geben müssen, ausmalen gehört dazu. Und auch spielen gehört dazu. Das Wort Spiel ist für uns jetzt nicht, was vielleicht die weiterführenden Schulen meinen können, geht in die Bauecke, macht irgendetwas, sondern Spiel ist ein kommunikatives Spiel, sind ganz viele Spiele, womit wir Wortschatz einführen, womit wir Wortschatz festigen. Also kommunikative Spiele wie Fruit Salad, das sagt den Grundschullehrern hier ganz viel. Da möchte ich also noch mal eine Lanze brechen, auch für die Spiele im Englischunterricht. Es soll spielerisch umgesetzt werden, der Englischunterricht soll spielerisch sein, zwar nicht ins Spiel abgleiten, das sehe ich ein. Und wirklich, am Ende von 30 Minuten spielerischem Englischunterricht sind wir auch manchmal heilfroh, wenn die Kinder was ausmalen dürfen. Und das Ausmalen...
können wir auch wieder in ein Spiel ummünzen und sagen hier, color the pictures and or make a color dictation with your partner. Auch da hat Ausmalen sicherlich seine Berechtigung. Also zunächst mal habe ich ja eigentlich sagen wollen, wenn das falsch angekommen ist, dann bin ich da missverstanden worden. Natürlich soll das Spiel nicht weg aus dem Grundschulunterricht. Nur die Spiele, die keinen Sprachumsatz in irgendeiner Art und Weise bewirken, die gehören zumindest reduziert. Also wenn Sie sich als Lehrkraft eine Erholungspause verschaffen müssen, akzeptiere ich das auch für die eine oder andere Stunde, nur nicht eben durchgehend. Und da muss man, denke ich, sehr stark aufpassen. Auch in der Sekundarstufe 1 wird natürlich gespielt. Der Unterricht in der 5 lebt ja geradezu noch davon, dass ich Vokabelspiele mache und was weiß ich nicht alles. Also da spricht überhaupt nichts gegen. Was das Spielen angeht und generell den Englischunterricht, würde ich immer die Frage stellen, beschäftigen sich die Kinder oder leisten die Kinder in irgendeiner Art und Weise, ich benutze mal diesen hässlichen Begriff, authentische Kommunikation. Und ich sage Ihnen auch gleich, was ich unter authentisch verstehe. Authentisch ist für mich, was die Schüler in dem Moment als natürlich in der Unterrichtssituation empfinden. Der Unterricht darf für die Schüler nicht befremdlich, so will ich es mal sagen, nicht befremdlich sein. Dann ist das völlig in Ordnung und wenn ich auf diese Art und Weise einen hohen Sprachumsatz erziele, spricht überhaupt nichts dagegen zu spielen. Ich wehre mich nur dagegen, dass man sagt so, jetzt habt ihr hier so ein Arbeitsblatt, ich habe das sehr häufig gesehen, ein Arbeitsblatt, da sind drei Wörter drauf, was weiß ich, Giraffe, Hedgehog und so, und jetzt malt mal die Bilder aus. Das bringt nicht viel, ne? Also das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Vielen Dank, Entschuldigung, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, ich habe gedacht, die Frage hier gehöre noch zu dem Grammatikthema. Jetzt sind Sie aber wirklich dran, Sie stehen da lang genug schon. Ich habe da kein Problem mit. Ja, mein Name ist Andrea Welches, ich bin Lehrerausbilderin im SEC-1-Bereich, aber meine Frage richtet sich eigentlich mehr an die ministerialen Vertreter, weil ich möchte ein Feedback geben über das, was ich gehört habe. Und als Mutter einer knapp 3-jährigen Tochter habe ich auch Interesse daran, dass sich manche Dinge noch ändern. Ich habe wahrgenommen aus den Vorträgen gewisse Missstände und auch eine gewisse Enttäuschung darüber, dass sich manche Dinge bisher noch nicht geändert haben. Ja, das hat Herr Professor Wolf angesprochen, das kann ich unterstützen. Herr Professor Kessler hat gesagt, es muss eine stärkere Verzahnung geben zwischen Spracherwerbsforschungsergebnissen und dem, was an der Uni den zukünftigen Lehrern vermittelt wird. Genauso wie Herr Böttger auf sehr wichtige Missstände oder vorhandene Missstände hingewiesen hat. Und Sie haben auch immer wieder betont, die Leute, die wollen ja, die in den Schulen sind, aber sie schaffen es halt einfach nicht. Ja, jetzt könnte man sagen, hier sitzen sehr viele interessierte Leute, die wollen auf jeden Fall und sie wollen es auch an die Leute weitergeben, die sie vielleicht ausbilden oder nicht nur an ihre Schüler, sondern auch die Leute, die sie ausbilden, zum Beispiel Lehramtsanwärter. So, aber trotzdem wurde bei mir halt der Eindruck gewahr, dass ja, es doch eine gewisse Skepsis auch von Ihrer Seite gibt, ob das überhaupt so zu schaffen ist. Ich möchte dazu noch unterstreichen, der Erwerb von Englisch in der Grundschule ging ja einher mit einer Kürzung von Stunden im SEC-1-Bereich. So viel zum Thema Kontinuum, sage ich jetzt mal. Ja. Genauso, also es ist in vielen Bereichen zu sehen und ich frage mich halt, mich würde wirklich interessieren, wie das auch von ministerialer Seite gesehen wird, was wird getan, damit wir eben genau das, was wir hier heute erfahren haben, dass wir eben ja, in die Lage versetzt werden, das halt auch an unsere Kinder zu bringen und ja, das würde mich interessieren. Das Problem ist, dass wir hier die Wissenschaft auf dem Podium haben. Ja, ich weiß das. Deswegen, würde mich über ein Feedback freuen, ob die Herren das genauso sehen. Also ich habe den Eindruck bekommen, dass es eher negativ, also das heißt, also Skepsis mit dem Blick auf die Zukunft. Herr Westkamp hat gesagt, er kann ohnehin zu allem was sagen, dann hat er jetzt das Wort. Aus der praktischen Erfahrung als Vater heraus. Sie werden froh sein,
dass angesichts des achtjährigen Gymnasiums Stunden in der S1 gekürzt sind. Das kann ich Ihnen schon mal versichern. Ich denke, die Politik, ich will jetzt dem Ministerialrat nicht vorgreifen, aber geht da schon ganz interessante Wege, die allerdings völlig in den Abgrund führen können. Das muss ich auch sagen. Das Zauberwort sind Bildungsstandards. Bildungsstandards sind eigentlich eine tolle Entwicklung, wenn die vernünftig gemacht werden. Dann haben Sie nämlich ein durchgehendes Steuerungsinstrument von der Grundschule bis zur weiterführenden Schule und müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass da eine Stunde fehlt. Sondern Bildungsstandards sind ja so angelegt, dass die Inhalte nicht genau definiert sind zumindest. Man streitet sich ja noch, wie die aussehen sollen. Manche sind ganz inhaltsentleert, das finde ich auch nicht gut, ne? Also wenn Sie dann einen Standard haben, der Schüler kann gute Reden halten, dann haben Sie hinterher einen zweiten Goebbels, das wissen Sie nicht. Und deswegen muss man auch über Bildungsinhalte sprechen. Diese Bildungsstandards sind sicherlich ein guter Weg, sie dürfen nur nicht zur Testeritis führen. Und das ist häufig der Weg, der von den Ministerien beschritten wird, hängt einfach damit zusammen, dass man den Schulen doch noch nicht so ganz die Selbstständigkeit zutraut. Also dann doch mal lieber nicht alle 3 Jahre oder alle 4 Jahre reingucken oder gar am Ende, sondern lieber mal jedes Jahr oder doch jedes zweite und so. Also da muss man sicherlich Wege finden, vor allen Dingen, dass das nicht zum Albtraum für Schüler und Eltern wird, ähnlich wie das 8-jährige Gymnasium. Nein, aber es gibt ja Möglichkeiten auch der Institutionalisierung. Also zum Beispiel müssen ja Lehramtsanwärter auch in anderen Schulformen hospitieren, einmal, und dann kriegen sie einen Schein. Es gibt ja Möglichkeiten, solche Dinge schon von vornherein festzulegen, zum Beispiel. Ne? Ja, möchten Sie zuerst, sonst würde ich noch darauf antworten. Mein Name ist Hillebrand, ich bin Fachdezernent für Englisch bei der Bezirksregierung in Münster und habe mich auch mit Grundschulenglisch befasst, wenngleich immer nur lokal und regional. Ich will eigentlich nur sagen, Spracherwerb hat ja auch was mit Messbarkeit zu tun und mit Standards. Ich sehe das Ganze auch als Erfolgsstory, das möchte ich erstmal vorweg sagen. Trotzdem würde ich mir wünschen, wenn ich mal diesen Lehrplan hier hochzeige, Grundschule Englisch 3 und 4, der ist natürlich jetzt zunehmend obsolet. Wenngleich, ich habe jetzt bei Fachleiterrevisionsverfahren im Lande gemerkt, welcher Fachleiter beschäftigt sich da überhaupt mit jetzt aus dem Sekundar-1-Bereich, Gymnasium. Also das ist ganz wichtig, dass das in den Blickpunkt kommt. Ich würde dafür plädieren, es muss Implementation stärker stattfinden. Das heißt, wir haben in Münster mal von Schnittstellenmanagement gesprochen. Da muss eine ganze Menge getan werden, damit das diese Gelingensbedingungen auch wirklich gibt. Ich weiß, dass es lokal und regional ganz tolle Ergebnisse gibt und Zusammenarbeit zwischen Gymnasien, Realschulen, Gesamtschulen und Grundschulen. Das ist aber immer lokal, regional. Ich sehe aber auch manchmal, dass es Probleme gibt. Und finde, wir sollten, wenn wir hier Kompetenzen festschreiben, wobei dies natürlich nicht erreichbar ist, To-Do-Umschreibung und eben sprach schon jemand von Objektpronomen, das ist ja nicht so erreichbar alles, das wissen wir ja mittlerweile. Auf der anderen Seite, als Vater auch habe ich erlebt, 3 Dinge, Hausaufgaben, Schriftlichkeit und Lehrbuch. In der Grundschule, ist nicht einheitlich geregelt. Es gab Schulen, die hatten kein Lehrbuch. Man muss ein Lehrbuch haben, egal welches. Zweitens, Hausaufgaben wurden grundsätzlich nicht gegeben, werden manchmal gegeben. Das muss geklärt sein. Und wann setzt die Schriftlichkeit ein? Das wären meine Wünsche in Bezug auf Grundschule jetzt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, im Gymnasium, Sie haben das ja eben sehr schön gesagt, ist ganz viel nachzuholen. Und da muss man wirklich auch Implementation machen für die Gymnasiallehrer zum Beispiel, dass die wissen, was das ist. Also es muss verpflichtend gemacht werden, das muss jeder kennen. Und es wäre auch schön, wenn die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer die Lehrpläne aus dem Sek-1-Bereich kennen. Aber das ist jetzt kein Vorwurf. Wir brauchen da ganz viel Geld, wir brauchen da ganz viel Implementation, da will ich auch gerne mitwirken. Aber das hat was mit dem Zeitfaktor zu tun und mit Ressourcen, damit es überregional ganz tolle Gelingensbedingungen gibt. Das würde ich mir wünschen. Das wäre so das, was mir Sorge macht, wobei ich da aber gerne dran arbeiten möchte. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Es hat spürbar, oder das Hohe Ministerium möchte doch. Oh, bitte sehr.
Meine Damen und Herren, ich sehe mich doch veranlasst, eine kurze Stellungnahme abzugeben dazu. Wir sind schrittweise angefangen mit der Einführung des Englischunterrichts in der Klasse 3. Wir haben alle einen großen Enthusiasmus dabei gehabt. Und ich glaube, wir haben den immer noch. Und diesen Enthusiasmus zu bewahren, ist mir sehr wichtig. Das ist mir sehr wichtig. Punkt 2. Wir sind in einer Entwicklung, die jetzt einen ganzen Schritt weitergegangen ist. Erstes Schuljahr, zweite Halbjahr, Beginn des Englischunterrichts. Die Begeisterung haben wir an vielen Stellen gesehen. Nochmal Enthusiasmus. Viele Lehrkräfte in den Grundschulen haben sich sogar mit eigenen Mitteln hochqualifiziert, um diesen Unterricht engagiert und kompetent erteilen zu können. Wir haben hier in der Wissenschaft heute, und ich habe selbst davon ja auch gesprochen, nochmal vernommen, wie wertvoll das frühe Sprachenlernen ist. So, und jetzt streiten wir uns hoffentlich nicht um die eine oder andere Unterrichtsstunde. Es gibt doch Öffnungen hier, ist gesagt von Herrn Westkamp. Wir können auch in die Sachfächer reingehen. Wir können das auch in der Sekundarstufe 1 weiterhin tun. Es stehen uns keine wirklichen Grenzen offen, sondern lassen Sie es uns als Chancen sehen. Und das, was für mich ein ganz wichtiges Stichwort ist, sind die Kompetenzen, die wir vermitteln wollen. Nicht die Orientierung allein an den Inhaltsfeldern von Sprache, die ich ja nicht jetzt ausblenden will, sondern die Orientierung an den Kompetenzen, die wir vermitteln wollen. Dies ist für mich das wichtige Ziel des Fremdsprachenlernens von der Klasse 1 bis hin zum Abitur mit all den Chancen, die wir haben. Vielen Dank. Wo Sie gerade da stehen. Ich bin Moderatorin für das KT Münster und arbeite von Anfang an eben auch in der Moderatorenausbildung für didaktische Fortbildung für Grundschullehrer. Vielen Dank, dass Sie gesagt haben, dass es auch sehr qualifizierte Grundschullehrer gibt, die auch schon vor der universitären Ausbildung sehr gut ausgebildet wurden, was eben so bei Ihnen mal so anklang, als wenn das jetzt gerade erst passieren würde. Es gibt sehr viele sehr qualifizierte und gute Grundschullehrer, dass sich dort Dinge entwickelt haben, auch im Laufe unserer Geschichte. Das ist doch ganz klar. Die Lehrpläne haben sich im Übrigen auch verändert. Und die sind natürlich heute ganz anders als zu der Zeit, wo wir angefangen haben. Ich würde aber trotzdem auch noch mal darauf plädieren, zu sagen, dass wir wirklich Zeitfenster brauchen oder strukturelle Möglichkeiten, dass sozusagen die Grundschule, wie hier heute eben auch, mit den Vertretern der weiterführenden Schule in Kontakt kommen. Das findet zwar statt, aber wirklich immer nur im ganz kleinen Kreis. Und das muss einfach strukturell so passieren, dass es nicht immer die gleichen Leute sind, die sich da austauschen und die voneinander lernen. Weil ich glaube, das größte Problem ist, wie jemand von Ihnen sagte, dass es da sehr viel Unwissenheit gibt auf beiden Seiten. Das wollte ich einfach nur noch mal ergänzen. Ich habe nicht gesehen, dass es ein Mikrofon gibt, aber da muss ich nicht so schreien. Mir war ein Punkt noch wichtig, Herr Professor Wolf, Sie hatten bei Ihrer zweiten These angesprochen, die Stundenzahl sei zu gering für das Erlernen der englischen Sprache. Und Sie kamen dann als Ergänzung oder Gegenthese dazu, man könnte ja Englisch auch in den Sachunterricht beispielsweise einbauen. Ich sehe das mit großer Skepsis. Ich bin selber im Rahmen meiner Fachberatertätigkeit auch mit vielen Grundschulen in Kontakt gekommen, die große Sorge haben, einmal die gesetzten Ziele der Grundschule zu erreichen im Fach Englisch. Ich sehe selber an der Grundschule, an denen meine eigenen Kinder sind, die zu den 50 Besten in Nordrhein-Westfalen, was die Ergebnisse angeht, zählt, dass die Schüler durch die Vielzahl an oder durch die Zunahme an Inhalten, das ist zunehmendes Weltwissen, das ist eine zunehmende Kognitivierung, eine Selbstreflexion, die zugenommen hat in den letzten Jahren, die man von Grundschülern erwartet, der Sachunterricht und auch der andere Unterricht so voll ist, dass ich große Schwierigkeiten sehe, da Englisch noch mit einzubauen. Beispiel, es fällt Kindern, auch die ganz ordentliche Noten haben, schwer, einen Fahrplan zu lesen.
Die sollen Bestandteile einer Pflanze lernen. Das sind Dinge, die wir als Allgemeinwissen irgendwann betrachten, ansehen. Und wie ich da nun noch Englisch mit einbringen soll, um sozusagen diese 2 Stunden, die zu wenig sind, aufzufangen, die sehe ich mit großer Skepsis. Ja, in beliebiger Reihenfolge, das müssen die Herren... Weil Sie mich direkt angesprochen haben, will ich vielleicht eine kurze Antwort geben. Das Problem ist nicht, das Englisch da hineinzupacken, um es Ihnen aufzubürden. Das Problem, die Frage ist, man kann, denke ich, indem man das Englische in den Sachfachunterricht mit einbaut, wenn es sich empfiehlt, wenn es sinnvoll ist, an Stellen, an denen es sinnvoll ist, dass man auf diese Weise eben spart Zeit für den Englischunterricht. Das war mein Argument. Also nicht zu sagen, wir machen jetzt das Fach, was weiß ich, Biologie oder Heimatkunde oder was auch immer in englischer Sprache. Das ist nicht die Sache. Der Grundschulunterricht, ich habe ihn immer so verstanden, ist doch ein integrierter Unterricht, in dem alle Fächer integriert unterrichtet werden, alle Lernbereiche integriert unterrichtet werden. Das erzwingt doch eigentlich die Integration des Englischen in den Grundschulunterricht. Nicht? Und da sind wir dann eben natürlich bei dem bilingualen Sachfachunterricht, über den ja derzeit so viel gesprochen wird und der sich doch so als so positiv auch in der weiterführenden Schule herausgestellt hat. Also ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch. Ich bürde Ihnen ja nicht noch etwas Zusätzliches auf, den Kindern, sondern ich mache mit den Kindern etwas Sinnvolles in der englischen Sprache, wenn es sich empfiehlt. Und wenn Sie das Buch, das ich angesprochen habe von Wolfgang Zidatis, sich mal anschauen, die Beispiele, die er da bringt, dass die zeigen so deutlich und so klar, wie schön man arbeiten kann mit den beiden Sprachen in bestimmten Bereichen, ohne dass man das als Englischunterricht deklariert. Ich würde es ganz gerne noch ergänzen durch weitere Beispiele. Also das gibt es ja schon. Ja. Da muss man bloß nach Wien gehen und sich diese bilingualen Schulen anschauen, die vielleicht diesen Namen jetzt auch nicht so verdient haben, aber dort findet es schon statt. Musikunterricht auf Englisch, Sportunterricht auf Englisch. Letztlich alles, was man vormachen und nachmachen kann, kann man letztlich auch auf Englisch abhalten. Erfordert eine spezielle Lehrerfortbildung, erfordert dann wieder sehr viel Geld. Ja, an diesem Punkt muss ich einfach aussteigen, weil das können wir so als Bildungstheoretiker müssen wir uns da praktisch mal rausnehmen aus der Diskussion. Das muss auch Geld kosten letztendlich. Wir haben diese virtuelle Hospitationsmöglichkeit, diesen English Web Coach geschaffen, den ich in Nordrhein-Westfalen ja auch schon vorgestellt habe. Dort finden sich die Beispiele, wie man das machen kann. Und das kostet aber Geld. Das ist momentan vielleicht nur privat über welche Stiftungen letztlich zu generieren. Aber das muss auch vom Staat sozusagen, wenn man das jetzt mal so ganz banal sagen kann, dann auch kommen. Also Lehrerbildung, Bildung insgesamt und die Bildung unserer Kinder, die kosten Geld. Und ich würde auch da nicht sparen wollen. Also diese Möglichkeiten gibt es. Das Zweite ist, die Angst, die dahinter steckt, das war auch bei der Befragung der Fall, ist, der Deutschunterricht würde ja da gekürzt. Das ist so eine bayerische Variante, das müssen Sie wissen, dass in Bayern für 2 Stunden Englischunterricht 1 Stunde Deutsch gekürzt wurde. Das ist natürlich fahrlässig, das darf nicht passieren. Wir brauchen ja diese Referenzsprache, diese Muttersprache, wie jede Muttersprache übrigens. Sonst haben wir solche Kinder, die ich auch unterrichtet habe, nämlich in den Hauptschulen, türkische Jungs sind es vor allem gewesen, die doppelt halbsprachig waren, die also keine Referenzsprache Türkisch hatten, weil es nicht wirklich ihre Muttersprache mehr war, keine Kontaktzeiten und das Gleiche eben auch dann im Deutschen. Da noch eine Fremdsprache drauf zu lernen, wird dann ganz schwer. Meine Kinder sind auch oftmals aus der Grundschule schon um 12.15 Uhr nach Hause gekommen, dafür aber am nächsten Tag um 8.45 Uhr. Es gibt keinen Grund, ich habe meine Neffen und Nichten erwähnt, die in England und Australien ja unterrichtet werden, um 13 Uhr Schluss zu machen mit dem Unterricht. Das kostet natürlich auch Geld, mehr Lehrerstellen, aber Unterricht in 20 Jahren in der Grundschule muss eigentlich fast ein Ganztagsunterricht sein, der anders rhythmisiert werden muss. Und dann lässt sich Englisch leicht integrieren wie andere Fremdsprachen auch. Dann würde das auch mit dem muttersprachlichen Englisch, mit dem muttersprachlichen Unterricht aufgefangen, welcher Couleur auch immer. Und dann würde die Rolle von Deutsch gestärkt. Aber das ist dann vielleicht auch so unser Metier, Englischunterricht weiterzudenken. Dahin zu kommen wäre allerdings jetzt etwas, was wir sehr, sehr schnell konkretisieren müssten. Sonst passiert das, was meine Kinder momentan
momentan erleben, der Rückschritt zur Grammatikübersetzungsmethode. Da steht oben drüber in der Sekundarstufe, 8., 9. Klasse, Gymnasium, steht drüber Mediation und drunter Translate. Da sehe ich Rückschritte. Wir müssen einfach wegkommen von einem Unterricht, der ein stark vermittelnder ist, der starke Progressionen aufweist, die eigentlich höchstens linguistisch gerechtfertigt sind. Der Wortschatz, diese Progression, da wollte ich auch noch drauf antworten, ist auch nicht gerechtfertigt. Wir haben Personal Words, die sich sehr wohl individuell entwickeln, und wir brauchen eigentlich in den Lehrbüchern vor allem themenorientiertes Vorgehen, wie es in der Grundschule schon abgebildet wird. Allerdings muss ich sagen, das würde dann konträr laufen zu dem, was wir momentan tun. Und dazu sammle ich Beispiele, die sind so fürchterlich, die möchte ich Ihnen auch gar nicht weiter ausführen. Dieses restriktive Fehlerzählen kontrolliert unseren Englischunterricht. Und damit hängt auch die Grammatikprogression zusammen, die Wortschatzprogression lässt sich am besten abtesten. Und da kann ich dann auch wieder Noten geben. Wenn wir das nicht strukturell aufweichen, dann kann ich Sie sehr, sehr gut verstehen, dass Sie sich an diesen Dingen einfach festhalten, in Klammern müssen. Ja, wenn das nicht strukturell und systematisch und institutionalisiert aufgelöst wird. Aber das wäre eine ganz neue Form von Englischunterricht. Nicht das kleine Tun, sondern die ganz großen Dinge mittlerweile. Ja, bitte. Ja, mein Name ist Marion Schomakas. Ich bin an einer Hauptschule tätig als Lehrerin, als Englisch- und Deutschlehrerin. Jetzt ist gerade der Begriff Hauptschule gefallen. Das wurde ja vorher immer so ein bisschen, also kaum genannt. Die Kinder, die wir haben an unserer Hauptschule mit hohem Migrationshintergrund, gehören zu den Kindern, die eben nur halb ihre Muttersprache, halb Deutsch sprechen, die jetzt damit konfrontiert werden, ab der ersten Klasse Englisch zu machen. Und ich gehöre nicht zu denjenigen, die dem ja zustimmen würden, dass eben gesagt wurde, es ist nur eine These, dass Kinder nicht sehr früh eine Fremdsprache, das heißt Englisch, lernen können. Ich glaube, dass das stimmt. Ich sehe das jeden Tag wieder, dass das Erlernen eben dieser für die meisten dritten Sprache ganz, ganz große Schwierigkeiten aufweist, die kaum überbrücken können. Ich frage mich auch dann ganz ehrlich, ob nicht das, was jetzt auch gemacht wird in Nordrhein-Westfalen ab der ersten Klasse Englisch, das ist, alles wird zu schnell gemacht. Es wird in den Kindergärten werden die Kinder getestet auf ihre Deutschkenntnisse. Und gerade die Kinder mit Migrationshintergrund haben da viele Schwierigkeiten. Hat man da schon Ergebnisse? Bringt das etwas, dass sie schneller Deutsch lernen? Vielleicht müsste man da erst mal warten, um dann zu sagen, so, wenn man da erste Erfolge sieht, dann könnte man auch sagen, Englisch früher. Das würde auch bedeuten, dass nicht alle überfordert sind mit dem, was alles gleichzeitig erwartet und gemacht wird. Da bin ich einfach der Meinung, dass zu viel gemacht werden soll und zu wenig Geld da reingesteckt wird. Das kommt ja hinzu, kommt auch noch einfach hinzu, und dass einfach zu wenig auf die Kinder selber geachtet wird. Die Kinder stehen ja im Endeffekt im Mittelpunkt, nicht die Lehrer, die das erreichen sollen, sondern die Kinder. Professor Börke. Ich stimme Ihnen in vielen Dingen zu, will aber das nochmal konkretisieren mit dieser doppelten Halbsprachigkeit. Die kommt ja daher, dass unsere Hauptschüler, wenn sie denn einen Migrationshintergrund haben, sofort mit der deutschen Sprache auch als sozusagen Muttersprache konfrontiert werden und dann auch verlangt wird, dass sie diese ähnlich beherrschen. Das ist nicht realistisch. Das Problem ist, dass die eben ab dem 6. Lebensjahr etwa, um mal so eine Hausmarke eben zu haben, ja, kontrastiv denken, sehr kognitiv schon und so weiter. Wenn sie dann aber nichts richtig können, dann kann man natürlich keine Fremdsprache drauf und noch richtig lernen. Das heißt, die müssen nicht nur in der deutschen Sprache als sozusagen erste Fremdsprache geschult werden an der Hauptschule, sondern auch, und jetzt wird es natürlich dann kompliziert und geht vielleicht dann gar nicht mehr in dem System, aber auch in ihrer Muttersprache, in ihrer ehemaligen Muttersprache vielleicht, auch ganz intensiv gefördert. Nur wenn diese Referenz dann, dieses Kontrastieren mit der Muttersprache gelingt, dann können
können auch Hauptschüler, und das habe ich selber so erlebt, ihr Englisch lernen. Das ist die Frage. Ja? Sie kommen über diese Standards, über die Hürden nicht sehr hoch drüber, das ist ganz klar. Aber sie können nachher begrüßen, vielleicht kurze Freundlichkeiten austauschen, all die Dinge tun, das können Hauptschüler auch, in ihrer Interlanguage sozusagen. Ihnen das allerdings vorzuenthalten, so weit würde ich auf gar keinen Fall gehen, denn die können ihr Englisch lernen. Wie gesagt, die Muttersprache ist der Key zu der ganzen Sache. Ich kann Herrn Böttger nur voll und ganz unterstützen in dem, was er gerade gesagt hat. Ich wollte darauf hinweisen, der Gedanke, eben die eigentliche Muttersprache, die erste Sprache der Kinder zu fördern, dieser Gedanke ist ja aufgegriffen worden in anderen Ländern, zum Beispiel im kanadischen Kontext. Dort ist das gang und gäbe, dass ein Kind, das eben chinesische Eltern hat, eben das Chinesische auch schreiben lernt in der Schule. Also nicht nur das Englische, was dann eben die dem Deutschen entsprechende Verkehrssprache ist, sondern eben dann auch Chinesisch schreiben lernt und durch das Kontrastieren dieser beiden ersten Sprachen ein ungeheures Potenzial entwickelt für das Lernen weiterer Sprachen. Die Kinder, die Französisch in Kanada lernen, im englischsprachigen Teil Kanadas, das sind mit die Besten, Sie brauchen das, können das nachlesen, das ist jetzt keine Behauptung von mir, das sind mit die besten Lerner, weil ihnen eben die Möglichkeit gegeben wird, dieses Sprachlernpotenzial, was sie haben, was sie entwickelt haben durch die beiden Sprachen, dieses Sprachlernpotenzial auch einzusetzen. Das erfordert aber natürlich auch einen etwas anderen Englischunterricht als den, den wir im Augenblick skizziert haben. Das erfordert einen Englischunterricht, in dem die Sprachbewusstheit auch in den Vordergrund gerückt wird, nicht? Und nicht die Grammatik. Dann, glaube ich, kann man auch mit Migrantenkindern gut zusammenarbeiten in der Schule, zumal ja auch die DESI-Studie, von der ich sonst normalerweise nicht so begeistert bin, Herr Böttger hatte auch so mal eine Anmerkung dazu gemacht, weil sie doch eben sehr quantitativ ausgerichtet ist, aber in der DESI-Studie ist ja sehr deutlich geworden, dass die Migrantenkinder ein Sprachlernpotenzial haben, jetzt ohne all diese Maßnahmen, die ich gerade angesprochen habe, das mindestens ebenso hoch ist wie das der Kinder, die nur Deutsch als Muttersprache haben, wenn sie in die Schule kommen. Sie haben ein ganz wichtiges Thema angesprochen und es ist sicherlich nicht einfach, hier jetzt so in Schwarz-Weiß eine allgemeingültige oder vielleicht auch druckfertige Antwort zu geben. Aber es ist ja diese Schnittstelle jetzt, Sie hatten vorhin verschiedene Bereiche für die Diskussion genannt. Wir sind jetzt ja irgendwo an der Nahtstelle zwischen was ist Spracherwerb und Sprachlernen auf der einen Seite und was ist guter Englischunterricht auf der anderen Seite. Und dass jeglicher Sprachenlerner natürlich eine Sprache, Herr Böttger hat sie Referenzsprache genannt, benötigt, das ist unumstritten. Die Frage ist eben, wie wir das hinbekommen. Und die Frage ist aber auch, also einerseits können wir nicht muttersprachlichen Unterricht doch weiter stärken für solche Kinder. Aber die Frage auch, wie diagnostiziere ich denn dieses Problem dieser doppelten Halbsprachigkeit? Das heißt also, unsere Lehrkräfte, ich selber auch, bin nicht in der Lage zu sagen, dieses Kind ist im Türkischen so und so weit oder im Deutschen so und so weit. Oft sind es nämlich Dinge, die uns allen auffallen, zum Beispiel im Deutschen, dass dann die Artikel nicht beherrscht werden, also ein Genus-Casus-Problem. Das ist sehr, sehr stark auffällig, hat aber für den weiteren Spracherwerb nicht so eine fatale Problematik. Also wenn Grammatikunterricht immer für der Katz ist, wie wir vorhin gehört haben, heißt das noch nicht, dass ein Kind, das so spricht, nicht dann doch auch im weiteren Spracherwerb vorankommen kann, weil die Basis der Sprache an sich bis auf dieses Problem der Artikel vielleicht vorhanden ist. Das heißt also, wir müssten da überlegen, gemeinsam, Wissenschaft, Lehrer, Ministerium, alle zusammen, wie können wir Diagnosekompetenz von Lehrkräften stärken. Und dann letzter Stichwort zu dem Migrationshintergrund, das heißt, wenn wir also dann geschafft haben, eine Referenzsprache bei allen Lernern zu haben, dann zeigen unsere Studien auch, dass Englischunterricht gerade auch in der Grundschule bei Kindern mit Migrationshintergrund im Prinzip recht gut laufen kann. Voraussetzung ist allerdings, dass dieser Unterricht dann auch konsequent in der Zielsprache Englisch durchgeführt wird. Denn dann ist es so, dass alle Lerner, egal ob sie jetzt monolingual Deutsch aufgewachsen sind oder ob sie mehrsprachig aufgewachsen sind, dann ja erstmal von den gleichen Voraussetzungen ausgehen können. Und wir kennen Studien, die zeigen, egal ob jemand Türkisch als Muttersprache spricht oder Deutsch als Muttersprache spricht, die Kinder machen die gleichen Fehler oder die gleichen, die finden die gleichen Erkenntnisse, was die Entwicklung der Grammatik oder der Lernergrammatik dieser Lernersprache angeht, egal welche Muttersprache sie mitgebracht haben. Vielen Dank. Sie bitte. Gut, hab ich jetzt mal. Ja, schönen guten Tag. Gisela Ehlers, ich komme aus Schleswig-Holstein.
und wollte ganz gerne nochmal eigentlich ein bisschen mich beziehen auf meine verschiedenen Vorredner. Ist gar nicht so sehr eine Frage. Und zwar geht es einmal an Herrn Westkamp, der also so ein bisschen die Schelte der Bildungsstandards da betrieben hat. Und auf der anderen Seite auch zu der Forderung einer meiner Vorredner, die Forderung nach einem Lehrwerk. Wir haben in Schleswig-Holstein im letzten Jahr für 1200 Schulen eine dreitägige Fortbildungsveranstaltung durchgeführt vom Landesinstitut, in der eben gerade zu der Thematik des Übergangs eben alle Schularten vertreten waren, regional, also sehr fruchtbringend. Das hat solche Früchte gebracht, dass also an den beiden Hospitationstagen, wenn also Sek-1-Kollegen zum ersten Mal, die sonst ja nur über diesen Unterricht gehört haben, sehen konnten, zu was die Grundschüler in der Lage sind, wie sie es machen, mit welcher Nonchalance da bestimmte Dinge, auch die Verneinung mit To-Do, in den Mund gelegt wird und damit umgegangen wird, im Funktional. Und die haben sich gefragt, sag mal, was für ein Lehrwerk habt ihr eigentlich? Und sehr häufig ist die Antwort gekommen, wir arbeiten ohne Lehrwerk. Wir haben aber uns, wir haben vom Landesinstitut so eine Broschüre rausgegeben, wir haben uns orientiert, wo wir eigentlich hin sollen. Und da fand ich das schon ganz wichtig, dass wir Bildungsstandards haben und die Forderung, dass es für Deutschland, für den Abschluss Klasse 4 Bildungsstandard A1 oder ein bisschen mit einem Pluszeichen dahinter geben sollte, ist schon sehr gut. Und es hat jetzt aber Folgendes stattgefunden. Eine Reihe von diesen teilgenommenen Sek-1-Schulen haben bei uns am Institut Hilfe gerufen, haben gesagt, wir möchten gerne mit euch sowas auch machen. Gebt uns doch mal Unterstützung im Erstellen eines Fachcurriculums, damit wir vielleicht auch mal lernen, weil wir ja wissen, wie wir den kumulativen Aufbau bestimmter Skills im Grunde so anzulegen haben, bis wir dann zu B1 oder A2, wo auch immer hin sollen, dass wir dann vielleicht lernen, unser Lehrwerk, das wir haben, als Steinbruch zu benutzen und die wunderschönen Task-Based-Dinge oder Kleinprojekte oder mit einzubeziehen. Und das hat also dazu geführt, dass wir also jetzt sehr standhafte Grundschulen haben. Ich möchte die auch gerne weiterhin unterstützen, obgleich ich Lehrwerkautorin bin. Aber ich finde die Arbeit, gekonnte Arbeit ohne Lehrwerk, toll. Wirklich Glückwunsch dafür, wenn man weiß, wo man hin will. Und es gibt sogar die Tendenz, dass also Sek-1-Schulen gefragt haben, lass uns doch mal so ein bisschen Abstand gewinnen zu dem uns ewig einschnürenden Lehrwerk, wo also man wirklich gefragt wird von Eltern, ach, Sie sind erst auf Seite 75, die Parallelklasse aber auch schon auf 92. Was ist denn da wohl los? Also da wollen einige weg, die wollen sich frei machen und ich denke, das sollte man unterstützen und auch Grundschulen sagen, macht weiter so, ihr müsst kein Lehrwerk haben. Ja, Herr Westkamp, das ist für Sie. Frau Ehlers, sehe ich genauso wie Sie. Ich will ein Wort zu den Bildungsstandards sagen. Wir haben ja das Problem bei den Bildungsstandards, oder vielleicht ist es auch keins, es gibt ja die KNK-Standards, die sozusagen den Rahmen bilden. Das heißt, alle anderen Bundesländer, oder nein, die Bundesländer haben sich geeinigt, dieses als Referenz zu nehmen. Oberhalb der KMK-Standards liegt noch der gemeinsame europäische Referenzrahmen, auf den sich nun wiederum die KMK-Standards beziehen. Das kann unter Umständen dazu führen, dass in den Bundesländern Bildungsstandards erarbeitet werden, die reine methodische Kompetenzen enthalten. Das sind dann letztlich nur Auflistungen. Diese Gefahr ist ein bisschen da bei dem jetzt im Netz stehenden Werk Nordrhein-Westfalens zur Grundschule. Das sind weitestgehend Auflistungen. Damit kann man was anfangen, aber man fragt sich doch, welcher Zweck steckt da eigentlich hinter? In Baden-Württemberg, auch wenn die Standards neuerdings gerne gescholten werden, sind wir ein bisschen anderen Weg gegangen. Auch deswegen, weil es die KMK-Standards noch gar nicht gab. Die Bildungsstandards Baden-Württemberg sind zeitgleich erschienen, sogar etwas früher noch als die KMK-Standards. Die haben meiner Ansicht nach drei Vorzüge. Ein Vorzug ist, sie sind alle unter einem Dach. Das heißt hier Bildungsplan und der Bildungsplan bezieht sich auf die Grundschule, auf das Gymnasium, auf die Realschule und auf die Hauptschule.
Das ist ein einheitliches Format, durchgängig für alle Schulstufen und alle Schulformen. Das, finde ich, ist eine Wahnsinnsinnovation. Und die Einführung zu diesem Bildungsplan, in dem zunächst mal erläutert wird, was will das Land eigentlich mit so einem Bildungsplan? Will das die Lehrer ärgern oder die Schüler oder so? Was steckt da eigentlich hinter? Da hat es eine Landesbildungskommission gegeben, deren Vorsitzender Hartmut von Hentig war. Und Hartmut von Hentig hat das Vorwort zu diesem Bildungsstandards geschrieben, heißt in Baden-Württembergs Bildungsplan. Das ist lesenswert, das muss man sich wirklich mal reintun, sag ich mal. Sie erkennen dann nämlich, warum Bildungsstandards eigentlich so notwendig sind und warum es wirklich eine Evolution von den Lehrplänen zu den Bildungsstandards ist. Diese Idee, dass man erläutert, was man eigentlich will mit den Bildungsstandards, durchzieht sich dann durch alle Fächer. Das heißt, Sie finden im Grundschulbereich Leitgedanken zum Kompetenzerwerb. Ihnen wird erläutert, warum, die Wiebe hat das ja, die Wissenschaft, die Begleitung hat das ja erarbeitet, warum wir eigentlich eine derartige Stufung von Kompetenzen wollen und wie die Schüler von Stufe 1 zu Stufe X kommen. Das muss man wissen, sonst stehen die nur einfach da. Und das finde ich unsäglich. Und hier wird auch ganz klar gesagt, Bildung hat auch immer was mit Inhalten zu tun. Ich finde es nicht gut, wenn die Bildungsstandards keine Inhalte definieren, sondern wenn man dazu Kerncurricula entwickelt. Das führt nämlich dazu, dass Sie zwei Dokumente haben, die letztlich miteinander konkurrieren. Sie werden nicht mehr in die Bildungsstandards gucken. Warum auch? Die Kerncurricula differenzieren ja die Bildungsstandards aus. Das heißt, Sie sind sicher, wenn Sie die Kerncurricula erfüllen, dann haben Sie Bildungsstandards auch erfüllt. Damit ist aber die Idee, dass man den Weg sich anguckt, von der Grundschule bis zur Sekundarstufe 2 letztlich, ad absurdum geführt. Deswegen denke ich, ein Dokument, und dieses Dokument muss offenlegen, auch was es von Lehrern erwartet. Es gibt auch einen Hinweis auf Methodik hier drin. Der Hentig sagt ganz deutlich, ich will keinen Frontalunterricht. Das ist in den Bildungsstandards festgelegt, denn Standards betreffen auch den Unterricht. Ich kann nicht mit jeder beliebigen Methode arbeiten. Das wäre irreführend. Und da denke ich, sollte man, wenn man sie schon nicht unter einem Dach hat, was sicherlich das Bessere wäre, wirklich mal die Dinger, ich glaube, der Kollege hat es ja auch gesagt, mal nebeneinander legen. Und die müssen ein einheitliches Dokument ergeben, sonst hat die Landesregierung da nicht ordentlich gearbeitet.